So, ich bin hier mittlerweile von Notizen umgeben übrigens. Ich habe mir jetzt wirklich mal sämtliche Notizen noch zu dem Karl Thalhammer gemacht, dass er aus Frankfurt stammt, dass er die Schnitzereien, das Schmuckwerk an der Orgel beigesteuert hat. Dann diese Bemerkung, dass er neun kirchliche Orgelwerke komponiert hat, die allesamt mit finsterer disharmonischer Art aufgefallen sind und alle in Molltonarten verfasst sind, weshalb er dann später von der Kirche geächtet worden ist, also von der Inquisition, um genau zu sein. Der Auslöser dafür war übrigens das Spielen von drei kurzer Ausschnitte seiner Werke auf eben jener Orgel, und beim dritten Mal hat die Orgel versagt und schräge Misstöne halten. Durch die Kathedrale übrigens die Gebläsemechanik der Orgel hat versagt. Das ist vielleicht noch wichtig. So. Ja, und jetzt geht's dann weiter und wir stochern jetzt mal ein bisschen in dem Buch rum. Ich könnte mir jetzt mal ganz grob vorstellen, dass wir möglicherweise alle neuen Werke von dem Thalhammer in dem Buch finden werden. So, Kapitel 2, wichtigste Komponisten, Auflistung der wichtigsten Titel mit Tonarten und Tempi. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas davon in dem Buch direkt nochmal nachlesen können. Das schon mal nicht. U-Titel wahrscheinlich auch nicht. Brauchen wir nicht. U-Tonarten. U-Moll. Kennt er auch nicht. Untersuche mal die Weihnachtslieder. Versteht er nicht. Untersuche Weihnachten. Ja, es ist das Weihnachtsoratorium des Frankfurter Komponisten, das einen recht ernsten, feierlichen und festlichen Charakter hat. Geschrieben in A-Moll. Und das werde ich mir jetzt mal aufschreiben müssen. Da haben wir schon wieder ein Werk, wenn das mal nicht von dem Herrn Thalhammer ist. Also Kapitel 2 kann man Weihnachten anschauen. Ich muss natürlich jetzt auch aus dem Parser rauskitzeln, jeweils was für einzelne Begriffe genau einzugeben sind, damit er mir auch die Informationen ausspuckt. Ne? Weihnachtsoratorium. Schauen wir mal, ob unter Advent auch noch was kommt. Tatsächlich. Es handelt sich um das Adventssingen, aber wenn man sich das Notenbild betrachtet, drängt sich der Eindruck auf, dass dies gewiss der Chorus ist, der einen beim Betreten des Schattenreichs auf die ewige Finsternis einstimmen soll. Das Adventssingen ist in A-Moll geschrieben. Der ihn auf die ewige Finsternis einstimmen soll. Das finde ich übrigens witzig. Sowas finde ich witzig. Das Adventssingen ist in A-Moll geschrieben. Okay, schauen wir weiter, was es da noch so für schöne Lieder gibt. Aber es sind 15 bekannte Kirchenlieder für Advents- und Weihnachtszeit. Okay. Gut, im Kapitel 4 haben wir die Osterzeit. Sehr schön. Es handelt sich um die Ostermesse des Karl Thalhammer. Ein langes, tragendes Stück in A-Moll, das nicht viel Freude aufkommen lässt. Der gefällt mir, der Herr Thalhammer. Ich habe jetzt drei Werke von dem guten Mann, alle in A-Moll geschrieben. Schauen wir mal weiter. Hochzeit hatten wir schon, aber ich schreibe sie jetzt nochmal mit auf. Hochzeitsmesse. Die Tonart ist H-Moll. Taufe. Wirklich? Na, schauen wir erstmal weiter. Kirchweih. Auch nicht. Bußtag, U-Bettag, U-Buß. Ja, kann man sowieso nicht schreiben. Buß- und Bettag. Okay, da haben wir sonst nichts weiter in dem Kapitel. Gut, ich habe insgesamt vier Lieder gefunden bisher. Drei in A-Moll. Eins in H-Moll. Ich versuche mal was. Tatsächlich.
U-Mitternachtsmesse. Das habe ich jetzt auf Verdacht eingegeben. Das ist hier nicht extra mit vermerkt, dass es im Buch drin beschrieben ist. Aber der Daniel hat es vorhin erwähnt. Irgendwas mit Org beim Lesen des Pergaments. Der hat das erwähnt. Deshalb habe ich es mal eingegeben. Dies ist die Mitternachtsmesse eines Komponisten von ergreifender Finsternis, geeignet allenfalls für ein Schauspiel über den Tag des jüngsten Gerichts oder dergleichen. Das Ganze ist geschrieben in E-Moll. So. Jetzt habe ich fünf Lieder von dem. Fünf Lieder von dem Herrn Thalhammer. Drei in A-Moll, eins in H-Moll, eins in E-Moll. Wie kriege ich denn die anderen? Ich bräuchte also, wenn ich alle neun wissen wollte von ihm, dann bräuchte ich immer noch vier. Wenn ich meine rechnerischen Künste hier nicht im Stich lassen. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier alle neun brauche. Und ich habe noch ein anderes Problem. Zu welchem Zweck? Zu welchem Zwecke? Ich probiere mal was. Ja, wir haben die Noten. Stehen in dem Buch drin. Also ich benutze mal ausnahmsweise den eigentlichen Text-Adventures verbotenen Ausdruck benutze. Ihr kennt diese Art von Befehlssatz, oder? Das sind der typischen alten Point-and-Click-Adventure, Monkey Island und Co. Da klickt man dann solche seltsamen Sätze, also benutze Kirchenlieder mit Tastenmanual. Aber normalerweise sollte ein Text-Adventure darauf genau sowas antworten. Das verstehe ich nicht, gell? Weil wir haben ja extra einen, ja, per Tippwerk zu bedienenden Parser, der, wo man eben auch in vernünftigen deutschen Sätzen schreiben können sollte und eben nicht irgendwie so benutze Kirchenlieder mit Tastenmanual Sätze eingeben sollte. Naja, hilft uns hier aber auch nie weiter. Vielleicht ist der Daniel so ein Musikus. Daniel, spiele Manual. Nee. Der versteht ja gleich gar nicht, was wir wollen von ihm. Ich probiere mal alle diese Lieder jetzt einfach einmal aus. Weihnachtsoratorium. Nee. Das war wieder mal so eine typische Kitzel, jetzt erstmal die richtige Syntax aus dem Parser rauskommen. Spiele Orgel habe ich jetzt mal eingegeben und jetzt rückt das Spiel raus, welche Syntax zu verwenden ist, damit es auch genau versteht, welche Noten hier anzuwenden sind. Ich finde, das hätten sie auch ein bisschen früher bringen können. Gut. Geben Sie bitte genau an, welches Stück Sie spielen wollen. Zum Beispiel spiele das Frühlingslied aus dem Notenbuch. Das finde ich hier gerade ein bisschen schade, weil, also wie gesagt, also diese Info, dass das jetzt nur bei Spieleorgel kommt, aber nicht bei allen anderen vorherigen Befehlssätzen. Zum Beispiel spiele Manual, spiele dies und das Lied. Da fragt er nur immer nach, Sie wollen auf der Orgel spielen, haben Sie die Noten? Normalerweise müsste er jetzt hier sagen, geben, ja, dieselbe Auskunft müsste der jetzt bringen, wie als wenn ich hier schreibe Spiele. Orgel, ja. Müsste ja eigentlich bei allen anderen Anweisungen genau dieselbe Auskunft bringen, nämlich Spiele, also zum Beispiel Spiele Frühlingslied aus dem Notenbuch. Und dann hätten wir schon viel früher Bescheid gewusst. Okay, aber wir haben es ja jetzt. So. Spiele. Halt. Einmal Spiele reicht. Dann probieren wir es mal, oder? Fangen wir mit der Weihnachtszeit an. Spiele Weihnachtsoratorium. Aus Kirchenlieder eigentlich. Ein Notenbuch habe ich da eigentlich nicht. Okay. Weihnachtsoratorium. Ja,
Ja, nennen wir das halt mal Notenbuch, obwohl es eigentlich kein Notenbuch ist, oder? Aus Notenbuch. Spiele Weihnachtsoratorium aus Notenbuch. Jetzt zickt der Parser immer noch rum. Was zum Geier war das denn jetzt? Ich habe schon wieder einiges hier eingegeben, was alles nicht zum Erfolg geführt hat. Und eine reine Verzweiflungstat ist die Eingabe: Nimm Notenbuch, weil hier auf Notenbuch besteht. Antwort des Spiels: Sie haben das Notenbuch genommen. Was? Okay. Keine Ahnung, ob hier irgendwo dieses Notenbuch an der Orgel irgendwie versteckt war und es ist mir nicht gelungen, das auszugraben, wo es denn nun steht. Wo es versteckt ist. Ja, dass ich den einen Begriff untersuche, das und das und das Teil an der Orgel offensichtlich nicht eingegeben habe, wo das Spiel dann geantwortet hat, da liegt ja ein Notenbuch. Okay, also ich habe jetzt ein Notenbuch in meinem Inventar, alles klar. Dann schauen wir uns das Ding auch mal an. Man muss hartnäckig sein bei diesen alten Spielen, keine Frage. Es ist ein altes Notenbuch. Obendrauf steht in güldenen Lettern Orgelwerke und darunter der Verfasser Karl Thalhammer aus Frankfurt, Orgelbaumeister und Komponist. 9 Werke für die Kirchenorgel. Ja, da haben wir sie, die 9 Werke. Jetzt habe ich hier aber trotzdem nur 5 von dem bekommen. Bisher rausbekommen. 4 fehlen mir noch. Keine Ahnung, ob ich alle 9 brauche. Vielleicht finden wir da über das Notenbuch noch was raus. Öffne Notenbuch. Welches der 9 Orgelwerke wollen Sie aufschlagen? Die Ostermesse oder das Weihnachtsoratorium? Aha, okay. Da sind Sie ja. Ostermesse habe ich schon. Weihnachtsoratorium habe ich schon. Kantate habe ich noch nicht. Mache ich mir hier mal als 6. hin, in Klammern. Das heißt für mich jetzt, das habe ich aus dem Notenbuch. Die Hochzeitsmesse kennen wir schon. Das Stück mit dem Namen Dämonengesang. Oh. Dämonengesang. Das Frühlingslied. Ah ja, gibt's es tatsächlich, ja. Okay. Frühlingslied. Die Fuge. Adventssingen haben wir schon. Mittagsmesse haben wir schon. So, sehr schön. Gut. Jetzt kenne ich zumindest mal die Titel aller 9 Werke von dem Herrn Thalhammer. So. Bin ich mal gespannt, was die nächste Hürde ist, die mir das Spiel und der Parser und so weiter jetzt gleich in den Weg werfen wird. Ich sehe schon, komm, ich schaffe das heute nicht mehr ins Bett. Weil so geht das natürlich auch nicht. Ich kann jetzt hier nicht unverrichteter Dinge einfach den Rechner abschalten und schlafen gehen. Das geht nicht. So, aus Notenbuch. Also öffne Mitternachtsmesse im Notenbuch.
Alter, ich krieg jetzt gleich einen Vogel. Öffne Mitternachtsmesse im Notenbuch. Die Mitternachtsmesse kann man nicht öffnen. Schlage Notenbuch auf. Wollen Sie aufschlagen? Öffne im Notenbuch das Adventssingen. Och, Alter, das ist ja echt nicht euer Ernst jetzt, ne? Öffne im Notenbuch die Mitternachtsmesse. Meine Güte, da muss ich mir die genaue Syntax hier aufschreiben, so ungefähr. Öffne im No. Also wer sich an dieser Stelle des Spiels jetzt beschwert darüber, dass das mit dem Parser nicht so gut funktioniert, da habt ihr mein vollstes Verständnis dafür. Das klappt jetzt hier tatsächlich nicht so wirklich gut. Also das kann jetzt natürlich. Also Anfängern in diesem Genre kann das hier erheblich den Spielspaß verleiden. Das glaube ich aufs Wort. Öffne im Notenbuch zum Beispiel die Mitternachtsmesse. Ne? So, dies ist die Mitternachtsmesse. Eine Komposition von ergreifender Finsternis, geeignet allenfalls für ein Schauspiel über den Tag des jüngsten Gerichts oder dergleichen. Das Ganze ist geschrieben in E-Moll. Gut, das weiß ich schon. Ja, probieren wir es. Spiele die Mitternachtsmesse aus dem Notenbuch. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Der versteht, dass wir hier nach Nordosten gehen wollen. Ernsthaft jetzt. Och, endlich. Spiele Mitternachtsmesse aus Notenbuch. Ja, das Problem ist, dass der Befehlssatz auch noch von der Länge oder von der Menge der Zeichen, die du da reinknallen kannst, auch noch beschränkt ist. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier offensichtlich nicht Notenbuch eingeben, sondern nur noch NO. Sehr schön, das interpretiert das Spiel dann als Nordosten. Ist ja ganz toll. Ich wusste noch gar nicht, dass man hier in dem Spiel überhaupt nach Nordosten gehen kann. Okay, also. Fein, dann legen wir mal los. Och nee. Fein, dann legen Sie mal los. Moment, können Sie überhaupt Orgel spielen? Ich nicht, aber der Frank bestimmt. Na klar. Tatsächlich, sind Sie sicher? Dann, bei allem Respekt, beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Das ist jetzt schon so penetrant nervig, das ist schon wieder witzig. Beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Wie viele Noten enthält eine 16. Triole? Geben Sie nur die Zahl an. Ist das euer Ernst? Ich werde nicht mehr. Okay. Da steckt ja das Wort 3 drin. Eine 16. Triole. 3 mal 16. Ich habe keinen blassen Dunst. Und hier ist jetzt der Punkt. Hier müsste ich das Spiel jetzt abbrechen. Beziehungsweise müsste ich jetzt in meine Bibliothek gehen, den Brockhaus rausholen, in der Hoffnung, dass dort drin steht, wie viele Noten eine 16. Triole enthält. Oder alternativ irgendjemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich greife zu dieser letzteren Möglichkeit, stecke hier jetzt ganz kurz mal mein Internet an. Und ja, ich denke, die Tante Google wird hier gleich weiterhelfen können. Und dann bin ich mal gespannt,
Ob das jetzt hier ein riesengroßer, super fieser roter Hering werden soll? Oder was das hier jetzt eigentlich für eine Nummer wird? Okay, ich probiere mal was. So richtig durchgestiegen. Also ich habe mir jetzt gerade eben mal die Wikipedia-Seite zu diesem ganzen Thema komplett von vorne bis hinten reingezogen. Ich kann jetzt natürlich nicht hier in 5 Minuten ein komplettes Musikstudium hinhängen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier die richtige Antwort ist. Soll ich es eingeben? Wenn nicht, zerschießt es mir jetzt wahrscheinlich den ganzen Befehlssatz. Spiele mit dem Notenbuch. Fein. Also Moment mal, können Sie überhaupt Orgel spielen? Ja, tatsächlich. Unverschämtheit, echt. Sind Sie sicher? Dann, bei allem Respekt, beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Wie viele Noten enthält eine 16-Triole? 3. Oh. Scheint richtig. Na prima, auch das ist richtig. Nun die letzte Frage. Wissen Sie ein anderes Wort für Bindebogen? Wie war das nochmal in dem Kapitel 1? Ligatur. Ich weiß, in der Medizin ist eine Ligatur eine Bindung. Na? Kannst du zum Beispiel eine Arterie machen, ne? Wenn die Arterie offen ist, ich will die Blutung stillen, mache ich da eine Ligatur dran. Wenn ich das mache. Also Chirurg bin. Ja? Oder zumindest chirurgisches Kleingeschick habe in diese Richtung. So. Wer hätte das gedacht? Sie sind wahrlich ein echter Musikus. Dann bitte. Geben Sie nun noch einmal das Stück an, das Sie anstimmen wollten. Was möchte der Parser jetzt? Möchte er wieder einen kompletten Befehlssatz von vorhin oder möchte er jetzt wirklich nur das Stück von vorhin haben? Welches wollte ich eigentlich spielen? War die Mitternachtsmesse, oder? Mitternachtsmesse. Ich mache mir mal einen Zwischenspeicher. Kann gut sein. Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass das Spiel jetzt wirklich diese Nummer hier aus uns rauskitzeln wollte, dass jetzt aber entsprechend im Programmcode Variablen gesetzt sind, die dem Spiel jetzt sagen, der Spieler hat die Fragen bereits einmal richtig beantwortet und braucht sie nicht nochmal beantworten. Deshalb mache ich jetzt hier einen Speicher, weil ich habe keinen Bock, das nochmal durchzuackern. Jetzt vergeht mir nämlich wirklich dann auch langsam die Lust hier auf diesen kleinen Scheiß. So. Spiele. Mitternachtsmesse. Mitternachtsmesse aus Notenbuch, oder? So, Spiele Mitternachtsmesse aus Notenbuch. Okay, so weit sind wir schon mal. So sehr sie auch auf die Tasten einhämmern, es tut sich nichts. Die große Kirchenorgel bleibt vollkommen stumm. Da ist wohl kein Luftdruck, murmelt Daniel. Das kann gut sein. Oh, Leute. Prost. Okay. Nach Westen geht's runter. Alter Daniel muss mitkommen. Rufe Daniel. Den brauchen wir jetzt nämlich unten im Keller. Weil alleine kann ich diese Bänke nicht ziehen. So, einmal nach Norden, da müssten die Kirchenbänke sein. Jawohl. Daniel, nimm die Kirchenbänke. Der Weg nach Norden ist frei geworden. Da steht HGWS Zeitmaschine, was für eine Überraschung. Setz dich in den Sattel. Genau. Trete Pedale. So. Pedale. Jetzt habe ich die mal dreimal getreten.
Schauen wir mal, ob sich jetzt was tut. Da oben. Gott sei Dank ist das ein relativ kurzer Weg von dem Keller darauf. Nicht, dass ich noch durch die ganze Kathedrale hier latschen muss. So, jetzt probieren wir es nochmal. Spiele, Mitternachtsmesse. Aus Notenbuch, oder? Soll ich den Blasebalg im Keller bedienen? Daniel sieht sie fragend an. Ja, das war doch die nächste Idee. Daniel nickt und geht mit großen Schritten Richtung Keller. Jetzt ist uns das Spiel freundlicherweise wenigstens ein bisschen entgegengekommen. Ne? Das ist ein netter Zug gewesen von dem Spiel. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, wie es zu dem freundlichen Zug kommt. Das Spiel hat drauf gewartet, bis wir unten diese Zeitmaschine entdecken. Und dann gibt praktisch der Programmcode frei, dass der Daniel sich meldet und sagt, soll ich da unten mal ein bisschen treten gehen. Vorher tut er das natürlich nicht, weil vorher hat man die Maschine ja gar nicht gefunden. Okay, das war dann diese Rätsellösung, wie es den Anschein macht. Es kann auch sein, dass der Daniel das erst anbietet, wenn man sich einmal übrigens da drauf gesetzt hat und da selber in die Pedale getreten hat. So dass das Spiel praktisch merkt, oder? Ah ja, der Spieler hat gecheckt, wozu das da ist. Und dann bietet der Daniel das vielleicht an. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist immer ganz witzig programmiert, so ganz nebenbei. So. Spiele Mitternachtsmesse aus Notenbuch. Von irgendwoher aus dem Innern der Orgel ist ein permanentes leises Zischen zu vernehmen. Das ist Teamwork. Jetzt ist genug Druck vorhanden, um die Orgel zum Klingen zu bringen. Schon halb Musik durch die Kathedrale. Aber kaum erklingt die Mitternachtsmesse, geschieht etwas sehr Seltsames. Dort oben am Kopfstück der Orgel, wo sich der Drachenkopf aus Messing befindet, verändert sich plötzlich die Farbe des Metalls. Ja, cool. Ja, jetzt werden wir für unsere Bemühungen als erstes mal einen Kopf kürzer gemacht. Ne? Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, das Maul des Drachen scheint plötzlich verrot zu glühen. Was ist das denn nur für ein Irrsinn? Und in der nächsten Sekunde schießt dort ein gewaltiger, sengender Feuerstrahl heraus, Dutzende von Metern weit. Im Nu steht alles in Flammen, Rauch breitet sich aus. Es wird immer stickiger und heißer. Oh Gott, sie haben 240 Punkte von 375 in 646 Spielzeugen. Gute Nacht. Wir haben jetzt es immerhin schon mal geschafft, so ein bisschen was auszuknobeln. Wir haben zumindest mal geschafft, auszuknobeln, wie diese Orgel in Betrieb zu nehmen ist und wie man darauf Lieder spielen kann. So. Wir wissen jetzt, dass wenn wir darauf spielen, dann bricht da drin eine Feuersbrunst los, die von dem Drachen ausgeht. Den mit Sicherheit der Herr Thalhammer verbrochen hat da oben. Was jetzt noch zu klären wäre für mich, ob das bei jedem dieser neun Stücke von dem Thalhammer passiert oder nur bei bestimmten Stücken oder nur bei diesem einen bestimmten Stück. Und dann wäre zu klären, wie diese Falle zu deaktivieren ist. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ja, dass diese Gebläsemechanik zerstört werden muss, dass der Drache abgebaut werden muss, dass dem irgendwas ins Maul gestopft werden muss, wobei ihr nicht, weil Maul ist ja nicht ansprechbar im Spiel, aber der Drache, stecke irgendwas in den Drachen, gell? Wasser vielleicht? Woher Wasser nehmen? Aus dem Brunnen? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Schon sehr weit hergeholt. Weil das wäre schon eine ziemlich coole Rätselkombination jetzt. Ne? Da es erstmal irgendwie in den Eimer in den Brunnen runterlassen musst, Wasser hochholst, das dann aufbringst und dann in den Drachen hineinschüttest. Das wäre jetzt wahrscheinlich so die Art und Weise, wie ich das jetzt schreiben würde. Keine Ahnung.
Wenn die Weltenschmieder das so gemacht haben jetzt, dann müsste ich hier feststellen, dass das Rätsellevel, also vom Anspruch her, plötzlich massiv nach oben geht jetzt bei diesem Pergament 3, was durchaus auch vorstellbar ist. Bisher waren ja die Rätsel eher seichterer Art, sage ich jetzt mal, ja. Ja, okay. Leute, ich bin hier schon seit Stunden jetzt am Zocken. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal eine Pause. Ich denke, das Material, was jetzt hier, selbst wenn ich das zusammengeschnitten habe, was jetzt hier zusammengetragen wurde, reicht auch leicht für ein eigenes Video locker flockig aus. Ich würde sagen, wir lassen das mal hier so stehen. Ich habe es mir zwischengespeichert. Und beim nächsten Mal werden wir da mal ausknobeln, wie wir jetzt dann also diese Orgel deaktivieren können, damit die in Zukunft keinen Schaden mehr anrichtet. Das wäre so mein Vorschlag. Was sagt ihr denn dazu? Ihr stimmt zu, finde ich super. Dann würde ich mal sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund zusammen. Bye bye. Ciao, ciao.